Schon auf den ersten Blick finde ich Farol abwechslungsreicher als Kulathra. Also dadurch lässt sich wahrscheinlich auch der etwas höhere Preis für die Fahrt rechtfertigen. Nach Kulathra kostet die Hin- und Rückfahrt 4 Euro und nach Farol 4,60 Euro. Und hier gibt es natürlich auch diesen schönen Leuchtturm. Ja, und viele Strandbars mit Sangria werde ich mir auch noch gönnen und dafür dann morgen den ganzen Tag arbeiten. Unter anderem ein weiteres Kapitel schreiben für meinen Ratgeber für digitale Nomaden. Da ist mir nämlich noch eine Sache eingefallen. Den Blick lässt sich nicht meckern. Vor allen Dingen hat man hier auch Schatten, im Gegensatz zum Strand selbst. Also salut. Ja, da war der Strandbar, da war der Strand sehr voll. Ich suche mir jetzt hier ein Plätzchen, wo meine Sachen möglichst... Boah, jetzt bin ich so ein bisschen angetrunken von der Sangria. Ja, also ich suche mir ein Plätzchen, wo meine Sachen möglichst sicher sind und ich mich noch mal erfrischen kann. Fazit, ich bleibe ja noch bis zum 30. September an der Algarve. Ich komme bestimmt nochmal nach Farol, das gefällt mir richtig gut. Teilweise sind die Strandabschnitte etwas voll, aber hier ist es schön. Und das Wetter ist einfach fantastisch. Olhão selbst bietet ja keinen Strand, weil die Sandinseln vorgelagert sind. Aber wenn man mit dem Boot rausfährt, ist es richtig schick.